Bei unserem Ätherleib haben wir es zu tun mit unserer Konstitution, mit unserem Temperament, mit unseren körperlichen Befindlichkeiten und auch mit unserem Denkvermögen und Erinnerungsvermögen. Und da werdet ihr zu Recht sagen, das ist uns doch gegeben, das ist doch ererbt. Wo bitteschön liegt hier unsere Freiheit? Jetzt muss ich einen neuen Gedanken einbringen. Wir wollen uns hier von der Froschperspektive eines einzelnen Lebens verabschieden. Erheben wir uns lieber auf die Adlerperspektive über mehrere Erdenleben. Ich weiß, das klingt für viele wie eine Zumutung und das ist es vielleicht auch. Aber wenn wir uns auf diesen Gedanken einlassen, so entdecken wir auch hier Gestaltungsmöglichkeiten, eine Freiheit sozusagen, deren Früchte wir aber erst in ferner Zukunft ernten werden. Hier möchte ich ein Beispiel für diese Gesetzmäßigkeiten nennen, die Rudolf Steiner in seinen esoterischen Betrachtungen karmischer Zusammenhänge schildert. In dem ersten Band, in seinem Vortrag vom 1. März 1924, schildert er, wie das Interesse für die Welt in einem Leben zu einer guten Konstitution im nächsten Leben führt. Weltinteresse in einem Erdenleben wird zu einem starken Ätherleib im nächsten Leben, also zu einer guten Konstitution und guter Gesundheit. Hier haben wir absolut eine Gestaltungsmöglichkeit. Wir können uns in Liebe mit der Welt verbinden. Wir können Interesse für Musik und Malerei haben, aber besonders Interesse für unsere Mitmenschen und vielleicht auch für die politischen Ereignisse. Das alles trägt zu einer guten Gesundheit im nächsten Leben bei. Goethe sagt, alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis, das Unzulängliche, hier wird's Erreichnis. Wenn wir Goethes Worte ernst nehmen, dann ist die Sinneswelt ein Gleichnis für die geistigen Zusammenhänge. Wer Roggen sät, der kann keinen Weizen ernten. Wer keine Liebe für die Welt und seine Mitmenschen empfindet, dem wird auch keine Liebe und kein Interesse entgegengebracht. Das kann man schon in ein und demselben Erdenleben beobachten. Hierin liegt eine Gestaltungsmöglichkeit, die wir in Freiheit ergreifen können. Unsere Freiheit liegt besonders darin, dass wir aus dieser Erkenntnis heraus handeln. Bitte lauscht diesem Gedanken nach, auch wenn er neu für euch sein mag.